Heute zeige ich euch, wie ihr ganz leicht 5 verschiedene Shiny an nur einem Ort in Pokémon Karmesin und Purpur erhalten könnt. Dazu begeben wir uns in die nördliche Zone 1 zu diesem Punkt und speichern das Spiel. Um Shiny Wolverock zu erhalten, müsst ihr folgende Zutaten benutzen: grüne, rote und gelbe Paprika, ein roher Schinken und 2 gebratene Speck. Zusätzlich braucht ihr 2 beliebige Geheimgewürze. Mit Schillerkraft Level 3 Gestein und Begegnungskraft Level 3 Gestein sollten hier ausschließlich Wolverock spawnen. Hier könnt ihr euch nun in Ruhe auf die Suche nach eurem Shiny machen. Für Shiny Resladero brauchen wir ein Sandwich vom Typ Kampf. Dazu verwenden wir 2 Kräuterwürste sowie eine gelbe, eine rote und eine grüne Paprika und einen rohen Schinken. Zusätzlich brauchen wir wieder 2 beliebige Geheimgewürze. Mit Schillerkraft Level 3 Kampf und Begegnungskraft Level 3 Kampf spawnen hier fast ausschließlich Resladero. Für Tafogita braucht ihr ein Sandwich vom Typ Stahl oder Fee. Er ist jedoch ungeeignet, da Knuddeluffs und Pummeluffs zur selben Zeit spawnen. Ich habe hier das Rezept vom Typ Fee verwendet, alternativ könnt ihr natürlich das Rezept vom Typ Stahl verwenden, dann sollten eigentlich ausschließlich Tafogita auftauchen. Die einzige sichtbare Veränderung bei Tafogita ist der braune Hammer, also achtet ausschließlich auf den Hammer. Für Jalapeno können wir entweder ein Sandwich vom Typ Feuer oder ein Sandwich vom Typ Pflanze machen. Ich habe hier ein Sandwich vom Typ Feuer gemacht, denn gleichzeitig spawnen hier auch noch Flamara. Diesmal benötigt ihr 2 rote Paprika statt nur einer und eine Zwiebel, sowie die übrigen Zutaten, die wir eigentlich immer verwenden. Mit Begegnungskraft und Schillerkraft Level 3 seht ihr hier ausschließlich Jalapenos und einige vereinzelte Flamaras spawnen. Bei Lextremo verwende ich ein Sandwich vom Typ Käfer. Könnt auch ein Unlicht-Sandwich machen, doch da spawnen dann ebenfalls auch Kramux und Kramjet. Auch hier werden die typischen Zutaten verwendet, allerdings braucht ihr extra nochmal 2 Kartoffelsalat. Der Körper von Lextremo ist in der Shiny-Form golden und sollte nicht zu übersehen sein. Falls ihr wissen wollt, wie man ganz leicht Shiny Mimikma fängt, dann klickt jetzt auf dieses Video.